damit die Hinteren auch noch was sehen und nicht bei den Autos stehen müssen. Danke sehr. Wir werden noch ein bisschen warten müssen, was ein Anlass zu enorm großer Freude ist, weil noch nicht alle da sind. Großartig! Da kann man schon mal jubeln. Also an alle, die hier vorne stehen, da links vor dem Bundespräsidenten ist auch noch ein bisschen Platz. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er sich auch mal freuen würde zu sehen, was sein Volk eigentlich so vertritt. Vom Marsch fürs Leben, Sie alle hier begrüßen zu dürfen. Sie alle hier direkt vor zwei sehr wichtigen Teilen der österreichischen Republik, der österreichischen Demokratie, nämlich dem Bundeskanzleramt hinter uns und dem Büro des Bundespräsidenten hier gleich neben uns. Hinten am Minoritenplatz finden wir auch dann gleich einige Ministerien und das war auch der Grund, warum wir diesen symbolträchtigen Ort für unsere heutige Demonstration ausgewählt haben. Wir wollten, dass die Botschaft gleich direkt an die Verantwortlichen hier auf nationaler Ebene kommt und ganz direkt auf kürzesten Dienstweg in ihre Büros dringt, sagen wir es so. Ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Es gehen ein paar von unseren jungen Helfern mit so rosa Boxen durch. Das sind die Spendenboxen vom Marsch fürs Leben, womit wir diesen Marsch finanzieren wollen. Damit Sie also, wenn Sie also beitragen wollen finanziell, geben Sie gerne was in diese Boxen hinein. Ansonsten können Sie natürlich auch was überweisen. Auf unserer Homepage finden Sie die Daten. Aber nun zu den fröhlicheren Sachen. Es freut mich ganz besonders, Sie alle hier zu begrüßen
und allen voran gleich zwei Bischöfe begrüßen zu dürfen. Seine Exzellenz, Bischof Klaus Küng, es ist mir eine unglaubliche Freude, dass Sie, Exzellenz, schon zum so vielen Male beim Marsch fürs Leben anwesend sind. Vielen Dank für Ihren Einsatz für den Glauben und für den Lebensschutz in Österreich. Von uns allen. Und seine Exzellenz, Weihbischof Athanasius Schneider, der den weiten Weg aus Salzburg in dem Fall zu uns genommen hat und für die, dem ich jetzt schon sehr danken möchte, für seine Bereitschaft, die Predigt während der Messe zu halten und uns von nah und fern in diesem wichtigen Kampf um den Lebensschutz seit langem so massiv zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank, Exzellenz. Schön, dass Sie hier sind. Besonders freut es mich auch wenn er es diesmal nicht geschafft hat, er war schon oft dabei, Grußworte Ihnen auszurichten von unserem großen Lebensschützerbischof in Österreich, Weihbischof Andreas Laun aus Salzburg. Er unterstützt uns seit ich denken kann, die meisten von Ihnen können schon länger denken, wahrscheinlich auch seit die meisten von Ihnen schon denken können. Und so freut es mich, dass wir mit der Unterstützung von gleich drei Bischöfen hier heute stehen können und gleich auch so viel Geistlichkeit hier vor Ort haben. Aus der Politik freut es mich auch ganz besonders, einige Vertreter begrüßen zu dürfen, allen voran Nationalratsabgeordnete Dr. Gudrun Kugler. Vielen, vielen Dank, dass du uns seit Jahren unterstützt, liebe Gudrun. Vielen Dank auch für deinen Einsatz, gerade in diesem Thema beim Matisch-Bericht. Es ist ganz großartig zu sehen, dass auf nationaler und internationaler Ebene österreichische Politiker ganz vorne dabei sind. Ebenfalls freut es mich, Nationalratsabgeordneten Norbert Sieber begrüßen zu dürfen, den ich jetzt gerade nicht sehe, aber hier, danke. Danke, lieber Norbert, fürs Kommen. Es ist großartig, mit dir gleich den zweiten Kampf im Nationalrat zu sehen. Danke vielmals. Und liebe Grüße in deine Heimat. Als andere in Österreich, ich denke, viele dort wissen, was sie mit dir im Parlament haben. Aus dem Wiener Landtag freut es mich auch ganz besonders, Landtagsabgeordnete Caroline Hungerländer begrüßen zu dürfen, die sich auch seit jeher für diese Politik des Lebens und der Familie einsetzt. Liebe Caroline, vielen, vielen Dank. Und auch mit Jan Liedowski, einem aufstrebenden jungen Kandidaten, der es eigentlich geschafft hätte, uns heute ebenfalls im Landtag zu repräsentieren, was leider dann durch Probleme nicht funktioniert hat. Aber nichtsdestotrotz, unsere Stimme hattest du und zumindest wenn es nach uns ginge, würdest du da drin sitzen. Und soweit ich weiß, kümmerst du dich trotzdem um unsere Anliegen. Vielen Dank, lieber Jan. Vielen, vielen Dank für alles, was du für uns machst. Zur Information, der Jan hat lange Jahre diesen Marsch moderiert und war uns immer eine ganz große Stütze. Des Weiteren freut es mich auch, von den Lebensschutzorganisationen viele begrüßen zu dürfen. Allen voran Elisabeth Hohenberg von der Stiftung Ja zum Leben, die im ganzen deutschen Sprachraum und eigentlich ganz Europa schon so viel Gutes gemacht hat. Die Stiftung und auch du, liebe Elisabeth, vielen, vielen Dank. Dann, er fotografiert mich gerade, aber trotzdem will ich, dass wir einmal ganz fest applaudieren, unseren Freund Eduard Brölls von Citizen Go, der heute nicht nur sein eigenes Kommen, seine fotografische Unterstützung, seine Bewerbung, sondern auch gleich Plakate mitgebracht hat, also mit anderen Worten voll dabei ist und für dessen Petition ich am Ende auch noch ein bisschen was sagen werde und da wird auch der Eduard noch kurz auf die Bühne kommen. Danke, lieber Eduard, für all deine Arbeit für den Lebensschutz. Ohne euch wäre das nicht so einfach möglich. Auch viele andere Unterstützer sind da, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Eine will ich noch erwähnen, weil ich sie schon gesehen habe, Leni Kesselstadt von der Familienallianz, die sich auf ganz anderer Ebene für die Familien und den Lebensschutz kümmert. Auch dir, liebe Leni, vielen, vielen Dank für all dein Engagement. Ohne dich wäre Österreich auch ein schlechterer Ort. Und natürlich freut es mich, aber ihr werdet sie später noch kurz auf der Bühne sehen, unsere Vorsitzende selbst, die Valerie Trachter, die, obwohl sie sich gerade auf eine sehr, sehr schwere Uniprüfung vorbereitet, sich es natürlich nicht hat nehmen lassen, zu unserem Marsch zu kommen, eifrig mitgearbeitet hat, von zu Hause aus alles Mögliche versandt hat und für uns geworben hat und dadurch bewiesen hat, dass selbst in der schwierigsten Prüfungssituation wir mit ihr sicherlich die beste Vorsitzende haben, die wir uns nur wünschen können. Vielen Dank, liebe Valerie.
Und damit komme ich auch schon zum ersten Redner, beziehungsweise genau genommen zur ersten Rednerin, nämlich zu Theresa Habsburg, die uns seit einiger Zeit schon im Team vom Marsch fürs Leben unterstützt und die diesen Bericht zum Anlass genommen hat, das erste Mal eine Rede vor Ihnen, vor euch zu halten. Liebe Theresa, komm auf die Bühne, wir freuen uns schon sehr auf das, was du zu sagen hast. Großer Applaus! Also, wie der Alexander gerade gesagt hat, heute ist das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stehe und vor so vielen Menschen spreche. Warum hier und warum heute? Weil wir eine Verantwortung haben. Jeder einzelne von Ihnen hat eine Verantwortung und so auch ich. Als Österreicherin, als Lebensschützerin und als Katholikin. Wenn die EU dem Matic-Bericht zustimmt, wird das katastrophale Folgen mit sich ziehen. Und nicht nur für die ungeborenen Kinder der kommenden Generationen. Auch für die Ärzte, Krankenpfleger und das medizinische Personal, die von da an nicht mehr die Wahl haben sollen, aus moralischen Gründen das Mitwirken oder Durchführen von Abtreibungen abzulehnen. Oder für die Lehrer, die gezwungen sein sollen, im Unterricht LGBT-Propaganda einzubauen oder absolut unangebrachte Formen der Sexualerziehung vom Kindergartenalter an durchzunehmen. Überlegen Sie selber, in welche Schule werden Sie Ihre Kinder schicken, wenn all dies bald als EU-Norm vorgegeben sein könnte? Der Matic-Bericht will Abtreibung zu einem Menschenrecht erklären. Wie absurd! Menschenrechte sollen vorstaatliche Rechte sein, die jeder Person zustehen. Wollen Sie in einer Welt leben, die das Töten eines Kindes durch seine eigene Mutter nicht nur toleriert, sondern als ein selbstverständliches Recht sieht, was jedem zusteht und was der Staat zu garantieren und sogar zu verteidigen hat? Wie könnte ein Bürger einem Staat vertrauen, der sich so etwas zur Aufgabe gemacht hat? Einem Staat, der sich berechtigt fühlt, das schlimmste Verbrechen unserer Zeit mit dem größten Stamp of Approval dieser Zeit zu versehen? Wir werden nicht tatenlos zusehen, während ein solcher Wandel eingeleitet wird. Was diese Änderung für einen Effekt auf Frauen in Krisensituationen haben könnte. Eine Frau, die bis jetzt noch mit der Idee der Adoption gespielt hat, die sich nicht sicher war, wie sie jetzt weitermachen wird, die irgendwie das Gefühl hatte, dass Abtreibung falsch ist. Wie soll diese Frau vor ihrer Familie oder vor ihrem Freund, der sie zu einer Abtreibung drängt, rechtfertigen, dass sie das nicht will? Wie soll sie nach einer Abtreibung, zu der sie gedrängt wurde, erklären, warum sie jetzt depressiv ist? Es ist doch ein Menschenrecht. Jeder soll es machen dürfen. Es ist eine Hilfe aus einer Notsituation, eine Rettung. Abtreibung als Menschenrecht impliziert, dass die Frauen die Abtreibung brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen. Und das ist das, was mich als Frau eigentlich am wütendsten macht. Die Welt hat unsere Mädchen betrogen. Die Welt hat unsere Mädchen betrogen. In der Schule lernen sie, dass Sexualität eine Freizeitbeschäftigung ist. Dass sie erst dann wirklich frei sind, wenn sie mit so vielen Männern wie möglich ein Verhältnis haben. Und jetzt will die Welt ihnen vormachen, dass sie erst dann tatsächlich frei sind, wenn sie ihr eigenes Kind in der Schwangerschaft zu jedem Zeitpunkt, aus jedem Grund, uneingeschränkt und kostenfrei umbringen können. Wie viele Mädchen glauben das, leben das und wundern sich dann, wenn sie depressiv sind, wenn sie Angstzustände haben, Essstörungen, sich unfrei und unsicher fühlen? Sie machen doch alles so, wie die Welt es ihnen vorlebt. Wir müssen uns wieder um unsere Mädchen kümmern und ihnen zeigen, dass sie für so viel mehr geschaffen sind. Ich glaube, das ist der erste und wichtigste Schritt hin zu einer Welt ohne Abtreibungen. Ich bin noch nicht lange im Lebensschutz aktiv. Ich arbeite seit einem Jahr beim Marsch fürs Leben mit. Aber eines habe ich sehr schnell gemerkt. Wenn wir nicht aufstehen und uns für die Frauen und das ungeborene Leben einsetzen,
dann tut es niemand. Der Lebensschutz ist eine dauernde Schlacht bergauf, weil die Gegenseite die Medien, große Teile der Regierung und große finanzielle Netzwerke hinter sich hat. Aber wir haben viel mehr. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Der heilige Augustinus hat gesagt, die Wahrheit ist wie ein Löwe, man muss sie nicht verteidigen. Wenn man sie ausspricht, verteidigt sie sich selber. Und das ist unsere große Trumpfkarte. Was aber, wenn die Wahrheit tatsächlich nicht mehr ausgesprochen werden darf? Der Matic-Bericht wäre der erste Schritt der EU auf ein Verbot von Lebensschutzorganisationen hin. Die Lebensgegner wissen, dass sie im Endeffekt eine Schlacht kämpfen, die sie verlieren werden. Und genau deswegen wollen sie verhindern, dass wir die Wahrheit aussprechen. Aber sie werden es nicht schaffen. Amen! Als gläubige Katholikin weiß ich, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen! Deswegen weiß ich, dass die Gegner nie gewinnen können. Denn Christus hat bereits gesiegt und Amen. Mit ihm die Wahrheit. Wir stehen hier heute alle vor dem Bundeskanzleramt, um Bundeskanzler Sebastian Kurz dazu aufzufordern, sich als Vertreter der österreichischen Bevölkerung auf Ebene des EU-Parlaments gegen den Matic-Bericht und für das Leben einzusetzen. Die EU will Abtreibung zu einem Menschenrecht erklären. Darauf gibt es nur eine Antwort. Nicht mit uns, nicht mit Österreich. Liebe Theresa, vielen, vielen Dank für deine wunderbaren und klaren Worte. Es ist wirklich großartig, dass du bei uns im Team bist und uns so unterstützt. Als nächstes bitte ich nun seine Exzellenz Bischof Klaus Küng kurz auf die Bühne. Er will noch zu uns ein Grußwort sprechen. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, kann man Bischof Küng nicht genug danken für seinen jahrelangen Einsatz für den Glauben und vor allem für den Lebensschutz. Lieber Bischof Küng, das Wort steht. Dankeschön. Es ist schon alles gesagt. Valerie hat so mutig gesprochen, dass es wirklich eine Freude ist. Vorher hat Weihbischof Athanasius, ich war leider selber nicht dabei, hat ganz klar gesprochen. Eigentlich ist alles gesagt. Und trotzdem ist es mir ein Bedürfnis, ein paar Worte zu sagen, auch wenn es in gewissem Sinne auch eine Wiederholung darstellt. Dieser Matic-Bericht, über den da abgestimmt wird, enthält Forderungen, die Abtreibung zum Menschenrecht erklären will. Diese Forderung ist ein Attentat auf die Gewissensfreiheit. Niemand darf gezwungen werden, Handlungen vorzunehmen oder an ihnen mitzuwirken, von denen uns das Gewissen sagt, das ist Unrecht. Das gilt für die Abtreibung, Tötung eines Kindes. Kein Arzt, keine Hebamme, keine Krankenschwester, keine Frau, die ein Kind erwartet, kein Vater, der da beteiligt ist, dürfen gezwungen werden, so eine Handlung durchzuführen. Es wäre in Wirklichkeit ein Attentat auf die Demokratie, auch wenn es so getan wird. Es wäre ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Denn in Wirklichkeit ist der Schutz des Lebens tatsächlich ein Menschenrecht, und zwar ein ganz wichtiges.
Und daher ist es so notwendig, die Stimme zu erheben und ein Zeichen zu setzen. Wir fordern, da tue ich voll und ganz mit, da muss jeder mit, um die Politiker auf, wachsam zu sein und gegen solche Vorschläge ganz entschlossen die Stimme zu erheben. Wir warnen vor den Folgen solcher Entwicklungen. Die Abtreibung wie die Beihilfe auch zum Suizid, das auch auf der Bühne eigentlich steht. Wir müssen alle ganz fest dahinter stehen und ganz fest dabei sein, gleichzeitig ohne Furcht, mit der Sicherheit, dass Gott uns beisteht. Aber ich denke, Gott bewahre Österreich, Gott bewahre und beschütze Europa, das so dringend seine Seele suchen sollte, Amen. Die christliche Amen. Seele. Alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Exzellenz, vielen Dank, lieber Bischof Klaus Küng, für deine klaren Worte, wie so oft. Da die meisten von Ihnen sich mit dem Matic-Bericht wahrscheinlich nicht so sehr auseinandergesetzt haben, wie verschiedenste Lebensschutzorganisationen es getan haben, ist es nun an der Zeit, Ihnen eine kurze Erklärung zu geben, worum es in diesem Bericht überhaupt geht und woher das alles kommt. Auch wenn das vielleicht etwas langweilig scheint, ich werde mich bemühen, aber diese Information brauchen Sie, wenn Sie sich gegen den Matic-Bericht argumentativ wehren wollen. Der Matic-Bericht beginnt mit einer ganz langen Einleitung, indem er sich auf alle möglichen Quellen bezieht, internationaler und nationaler, aber vor allem internationaler Herkunft. Es sind vor allem Quellen der Vereinten Nationen, der UNO, es sind Quellen aus dem Europäischen Parlament und verschiedenster Lobbygruppierungen des Europäischen Parlaments und es sind Quellen, die ganz direkt von Planned Parenthood und anderen Abtreibungslobbyorganisationen selbst zur Verfügung gestellt wurden. Wer mir nicht glaubt, kann in die ersten Seiten des Berichts sehen und sieht die direkte Nennung dieser Organisationen in den ersten Seiten des Berichts. Dementsprechend wissen wir natürlich auch ganz genau, woher ideologisch dieser Bericht kommt. Aber um ihn wirklich zu verstehen, müssen wir leider viel weiter zurückgehen. Ich halte mich kurz. 1994 wurde eine Konferenz abgehalten in Kairo, die International Conference on Population and Development, also die internationale Konferenz, bei der man das Thema Bevölkerung und Entwicklung behandelt hat. 1994 in Kairo von der UNO abgehalten. Bei dieser Konferenz wurde festgelegt, dass Abtreibung und andere Sachen wie beispielsweise Verhütung und alles Mögliche zu den medizinischen Rechten der Frauen gehört. Dadurch zu den Frauenrechten und da Frauen logischerweise Menschen sind, zu den Menschenrechten. Also so kam die Logik, damit Sie einmal wissen, wie das überhaupt argumentiert wird. Das ist die Argumentationsschiene. Es ging dann weiter, Stück für Stück. Zuerst haben das wenige Leute bemerkt, einige Lebensschutzorganisationen schon damals, leider ist wenig geschehen. Und es sind einige Jahre passiert. Nach diesen Jahren, Anfang der 2000er, haben wir die ersten Entscheidungen gesehen, die sich bereits auf diese Argumentation berufen haben. Beispielsweise im Fall RR gegen Polen 2011, das war ein Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, bei dem eine Frau nicht abtreiben konnte, weil die polnischen Gesetze ihr das Abtreiben eines vermutlich an Turner-Syndrom erkrankten Kindes im fortgeschrittenen Alter des Kindes bereits nicht mehr erlaubt haben, hat diese Frau nach der Geburt des Kindes alle Instanzen geklagt und hat vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, obwohl die Polen leider eh schon eine Entschädigung gezahlt haben, ein Urteil erringen können, bei dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt hat, dass diese Frau gefoltert worden ist, weil sie das Kind bekommen konnte. Was sehen wir hier? Sie wurde gefoltert. Folter ist nicht irgendein Wort, sondern ein Wort, das eben aus den Menschenrechten kommt. Also es gibt in den Menschenrechten ein Verbot der Folter und genau auf das hat man sich berufen. Und zweitens, man hat sich darauf berufen, dass die Frau nicht die gesundheitliche Behandlung bekommen hat, die sie bekommen hätte sollen. Also schon vor 10 Jahren und davor gab es diese Argumentationsschiene.
Aber jetzt liegt sie uns in einer ganz neuen Qualität vor. Sie liegt uns in einem riesigen Paket vor, gespickt von allen möglichen ideologischen Einflüssen. Sie erzählt, also dieser Matic-Bericht sagt nicht nur, dass es die Abtreibung, und er spricht explizit von der Abtreibung, nicht nur, dass die Abtreibung verpflichtend und kostenlos überall möglich sein soll, nein, alle Hindernisse für diese Abtreibung müssen vom Staat, also von den einzelnen Mitgliedstaaten, zum Beispiel Österreich, aus dem Wege geschaffen werden. Was sind denn solche Hindernisse? Das sind unter anderem wir, die wir hier stehen. Das sind die ganzen Beratungsorganisationen, von denen die meisten hier anwesend sind. Das sind die ganzen Gesetze, die Bedenkfristen und Schonfristen und alle möglichen Fristen einfordern. Das sind Ärzte und Pfleger, die sagen, nein, mit mir nicht, ich will keine Abtreibung durchführen. Und damit zum Beispiel in entlegeneren Gebieten der Frau eine Abtreibung im eigenen Heimatort unmöglich machen. All diese Leute, die auch in diesem Bericht alle genannt werden, sind die Feinde und Hindernisse, die es abzuschaffen gilt. Mit anderen Worten stehen wir hier, damit man uns nicht abschafft legal. Denn wir wissen ganz genau, im Herz und in dem, wie wir für den Lebensschutz kämpfen, kann man uns gar nicht abschaffen. Aber wir würden es doch ganz gern legal machen, den Protest, sonst wird es nämlich ein bisschen mühsam. Also das zu einem Teil des Inhaltes. Der Bericht spricht über die Verflechtungen von Organisationen wie den unseren und den angeblich großen Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden, von denen wir vom Marsch fürs Leben, von denen, soweit ich weiß, die Jugend fürs Leben etc. leider noch nie etwas gesehen hat, und wird gleichzeitig von einer Organisation vorbereitet, nämlich dem European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Health, kurz EPF genannt, das mit Planned Parenthood zusammenarbeitet und stützt sich auch auf Planned Parenthood, der Bericht. Eine Organisation, die im Jahr einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro hat. Allein Planned Parenthood. Wir sprechen nicht von Mary Stopes International, die noch einmal mit solchen Zahlen aufwarten kann. Oder den vielen kleineren Stiftungen und Gesellschaften, wie etwa in Deutschland, die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, die auch mit unglaublichen Millionen diese Propaganda betreiben. Ja, wir stehen hier finanziert von Spenden und dem sogenannten Goodwill, also dem guten Willen und der Unterstützung von Ihnen allen, die hier stehen. Und daher vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank von unserer Seite hier. Wer glaubt, dass Abtreibung und diese ganzen Sachen natürlicherweise durch den Fortschritt aus dem Volk hervorgehen, irrt sich gewaltig. Wir müssen uns nur die Zahlen betrachten. Jedes Jahr geht mit den Erhöhungen der Gelder, die in die Werbung und Propagandierung der Abtreibung gesteckt werden, eine Erhöhung der Abtreibung einher. Also wir sehen, dass das Lobbying der Gegenseite sich definitiv auszahlt. Und jetzt lese ich Ihnen Zahlen vor, die Sie vom Hocker reißen werden. Denn die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation selbst, spricht von einem Jahresdurchschnitt in den Jahren 2015 bis 2019, von einem jährlichen Durchschnitt von 74 Millionen abgetriebener Kinder weltweit. Das ist siebenmal so hoch wie die zweithöchste Todesursache, die es überhaupt auf der Erde gibt. Siebenmal so hoch. Und glauben Sie wirklich, das machen die Frauen freiwillig? Glauben Sie, das machen die Frauen, weil sie plötzlich eingesehen haben, dass das besser für sie ist? Nein, das machen sie, weil sie gezwungen werden, weil sie gedrückt werden, weil sie beeinflusst werden, weil seit frühesten Kindesbeinen diese Propaganda in allen Schulbüchern drinsteht. Und deshalb stehen wir hier und wehren uns gegen diese Bewerbung, dieser furchtbaren Techniken und schreien ganz laut Ja zum Leben und Nein zum Matic-Bericht. Letzter Aspekt noch und dann werde ich mit meiner Rede schon aufhören, um Sie nicht zu langweilen. Natürlich ist es jetzt eine Frage, warum stehen wir hier vom Bundeskanzleramt? Es hat erstens praktische Gründe, die Flüge nach Brüssel sind sehr teuer und für große Mengen nicht einfach bezahlbar. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, das war nicht der Grund, warum wir hier stehen. Der Hauptgrund, warum wir hier stehen, ist folgender. Wir wollen nicht nur, dass der Matic-Bericht abgelehnt wird. Wir halten es für eine Selbstverständlichkeit, dass der Matic-Bericht selbstverständlich abgelehnt werden muss. Wir hoffen, dass wir das gar nicht sagen müssen. Wir stehen hier, weil wir von der österreichischen Regierung, vom österreichischen Bundeskanzler verlangen und fordern, dass er sich im Namen der österreichischen Bevölkerung gegen derlei Entwicklungen auf nationaler und internationaler Sache einsetzt.
das verlangen wir vom Bundeskanzler. Deshalb stehen wir hier, lieber Herr Bundeskanzler. Wenn Sie, lieber Bundeskanzler, ein Sprecher für uns werden, ein Vertreter für den Lebensschutz, für die Familien, dann sage ich Ihnen, ist Ihnen unsere Unterstützung ganz, ganz sicher. Aber ich sage Ihnen auch, wir werden ganz genau darauf achten, weil leider allzu oft die Räder der großen Politik die kleineren Politiker und die kleineren Länder überrollen. Wir bitten Sie also, lieber Bundeskanzler, lassen Sie sich nicht überrollen von diesem Radl. Bitte ziehen Sie nicht mit diesem Zug, sondern leisten Sie Widerstand im Namen der österreichischen Bevölkerung. Lebensschutz ist Familienschutz. Lebensschutz ist Familienschutz. Und wir vertreten alle unsere Familien, unsere Verwandten, unsere Bekannten, unsere Freunde, die ja auch in gewisser Weise schon zur Familie bei den meisten gehören. Das heißt, wenn man uns unterstützt, unterstützt man in Wirklichkeit einen ganzen großen Teil Österreichs. Und die Österreicher will ich sehen, die Ja zu diesem Bericht sagen würden, wenn sie ihnen erzählen würden, dass die Ärzte sich nicht mehr gegen eine Behandlung entscheiden dürfen, dass die Lehrer nicht mehr unterrichten können nach ihrem moralischen Gewissen, dass die Politiker nichts mehr dagegen tun dürfen auf nationaler Ebene, dass wir keine Demonstrationen mehr dagegen machen dürfen. Die Österreicher will ich sehen, die diese massive Einschränkung unserer Gewissensfreiheit, unserer politischen Freiheit und viel besser noch unserer persönlichen Freiheit zulassen. Ich bin überzeugt davon, dass die Mehrheit, ja, die große Mehrheit der Österreicher diesen Bericht ablehnt, genauso wie wir. Nein zum Matic-Bericht, ja zur Familie und ja zum Leben. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächstes freut es mich jetzt ganz besonders, uns alle, Belinda Schmölzer von ProLife Europe, Jugend für das Leben, hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ihre Organisation setzt sich seit Jahren, Jahrzehnten für den Lebensschutz ein. Vielen Dank, Belinda, vielen Dank, ProLife Europe. Liebe Marschteilnehmer, wer von euch kennt es in einem Gespräch mit einem Freund, in der Familie, an der Schule, in der Uni? Und es kommt zum Thema Abtreibung und wir getrauen uns manchmal einfach nichts zu sagen. So ging es mir vor einigen Jahren, als ich auf meiner Uni war. Und in einem Kurs ging es um das Thema Abtreibung, an dem ganz stark diese Angst verspürt. Diese Angst eigentlich auszusprechen, weil ich gewusst habe, ich bin in der Minderzahl. Seit ich bei ProLife Europe bin, ganz viele Jahre jetzt später, kann ich mit Stolz sagen, es ist okay, Angst zu haben, weil wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Wichtig ist es, dass wir den Mut nehmen, denn, und das haben wir heute schon gehört, vor allem durch den Matic-Bericht, und das, was entschieden wird, es wird versucht, dass wir keine Stimme haben. Und ich glaube, vor allem als junge Generation, haben wir eine Stimme, oder was sagen die jungen Leute, Studenten? ProLife Europe ist eine Studentenorganisation, Schülerorganisation, eine Jugendorganisation. Und unser Fokus ist es, an den Universitäten aufzustehen. Unser Fokus ist es, wirklich andere Menschen zu erreichen, und zwar durch Gespräche. Ich habe das Privileg gehabt, an meiner Uni auch über das Thema Abtreibung zu unterrichten. Und mir ist das wirklich aufgefallen. Meine Professorin hat sich gegen mich gestellt und hat gesagt, entschuldigen Sie, Frau Schmölzer, aber ich möchte nicht hören, was Sie da sagen. Sie wissen eh, was Sie ProLife da und dort gemacht haben. In Italien haben sie eine ganze Stadt, sie haben es verboten. Und in dem Moment war mir das egal. In dem Moment war mir wichtig, jeder einzelne Student, der in dieser Klasse gesessen ist und einmal in sein Leben gehört hat, was eine Abtreibung eigentlich wirklich ist. Und in dem Moment, als ich erklären konnte, was bei einer Abtreibung passiert, als ich die Folgen, das Leid von Abtreibung erklären konnte, und ich weiß es im Nachhinein, gab es Studenten, für die war das ausschlaggebend, das einmal gehört zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es eigentlich schon zu spät ist. Aber dann denke ich mir wieder, hey, jeder Tag ist eine neue Chance, wirklich da aufzustehen, wo wir eine Veränderung bewirken können.
Vor 2 Wochen war der Marsch fürs Leben in Klagenfurt und da war ein Erlebnis, das war für mich sehr einschneidend. Und da war eine Frau, die war sehr verletzt und die hat sehr für Selbstbestimmung und wir brauchen keine starken Männer und so weiter geschrien. Und in dem Moment ist mein Herz gebrochen, weil ich gesehen, wie diese Kultur, diese Propaganda, was wir gerade schon gehört haben vom Alexander, wie die wirklich bei den Menschen in den Herzen einschlagen. Dass sie wirklich glauben, dass Abtreibung etwas Gutes ist, etwas, ja, was uns entspricht. Und es entspricht nicht uns Frauen, es entspricht nicht dem, wer wir sind. Und in dem Moment wollte ich eigentlich hingehen und der Frau sagen, hey, du bist wertvoll, dein Leben zählt. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die ich eigentlich geben möchte, ist, hey, wir können jeden Tag bei jedem Menschen, dem wir begegnen, das Gefühl geben, du bist wertvoll. Und weil du wertvoll bist, darfst du diesen Wert weitertragen an jeden Menschen, den du begegnest, an jede Frau, die vielleicht in einer Konfliktschwangerschaft steht. Das klingt alles total schön und ist es eigentlich auch wirklich, wenn man es macht. Aber wenn der Martinsbericht durchgeht, dann können wir nichts davon machen. Dann ist genau das, was mir vor einer Woche passiert ist, undenkbar. Und zwar folgendes. Ich war in Graz, wir haben in Graz eine Studentengruppe und haben einen Outreach gemacht. Und dann habe ich mit einem jungen Mann geredet, Student. Und ich rede so eine halbe Minute mit ihm, dann sieht er mein T-Shirt und dann meint er so, hey, bist du ein Pro-Lifer? Ich so, ja sicher, was soll die denn sonst sein? Ich habe gemeint, die gibt es nur in Amerika. Das ist unser, das ist, wo wir leben. Wir müssen präsenter werden, wir müssen sagen, hey, wir sind da. Und schön, dass alle heute da sind, dass wir das gemeinsam machen. Danke. Ich habe schon so mit ein paar junge Leute geredet und ich habe schon so ein paar coole Schilder gesehen, zum Beispiel die Mad Students for Life. Wir haben hier mit der Zühn-Uni eine Verlaufgruppe. Yes! Wir haben in Österreich derzeit 12 Jugend-Studentengruppen und es soll noch viele, viele mehr werden. Also wenn du jung, unter 30 bist, noch studierst oder gerade angefangen hast zum Studieren, Arbeiter bist und sagst, du möchtest dich irgendwo einsetzen oder einfach alle Herz für den Lebensschutz hast, dann melde dich bei uns und wir starten gemeinsam etwas. Weil life is life. Vom Beginn von Erzeugung an bis zum natürlichen Tod. Ohne Ausnahmen. Danke. Großartig. Und solche Organisationen sollen verboten werden. Da können wir ganz laut Nein sagen dagegen. Als nächstes gibt es auch eine ganz kurze Ansage zu einer sehr, sehr wichtigen Petition. Ja, es gibt verschiedenste Petitionen, die derzeit laufen gegen den Matic-Bericht. Die größte davon wird in gewohnter Art und Weise von Citizen Go betrieben, die schon über 250.000 Unterschrift gesammelt hat. Also beeindruckend, wirklich, wirklich beeindruckend. Und deshalb bitte ich jetzt den Eduard Brölls von Citizen Go auf die Bühne. Lieber Eduard, du kämpfst für den Lebensschutz. Das Wort steht bei dir. Dankeschön. Lieber Alexander, ich kann dich ein wenig nach oben korrigieren. Wir sind bei über 330.000 Unterschriften. Nur als Hinweis. Und ich freue mich, dass ich heute hier kurz sprechen kann und dass ich bei Citizen Go gerade für den deutschen Sprachraum zuständig bin, weil ich da eben neben Deutschland, wo ich am Donnerstag gegen den Matic-Bericht bei der CSU-Zentrale in München relativ alleine gestanden bin mit dem Transparent und am Samstag in Berlin vor der CDU-Zentrale war es ähnlich. Aber ich bin halt auch für Österreich mit zuständig. Und da ist es halt immer ein wenig anders, weil Österreich kriegt halt sowas wie diesen Marsch hier auf die Beine ganz kurzfristig. Und ich glaube, das ist der einzige Marsch in ganz Europa, der jetzt so kurzfristig gegen den Matic-Report stattgefunden hat. Und das ist einfach spitze. Ja? Und da kann ich einfach nur sagen, diese 329.000 Unterzeichner unserer Petition quer durch Europa,
die stehen aber hinter euch. Also ihr müsst immer dazu denken, ihr steht stellvertretend für noch 329.000 andere. Und das ist die Botschaft sowohl eben auch Richtung Bundeskanzler Kurz, Richtung EVP-Fraktion Manfred Weber, aber auch an die Politiker in Deutschland, ganz besonders an unseren Kanzlerkandidaten, Herrn Laschet. Wir erwarten, wie Alexander schon gesagt hat, wir erwarten ganz klare Handlungen von den Politikern. Wir erwarten nicht, dass jetzt durch den öffentlichen Druck, auch durch die Petition, kommt die EVP jetzt in Bewegung. Das heißt, sie haben jetzt Änderungsanträge, Änderungsvorschläge eingebracht und wollen also jetzt den Matic-Bericht ein wenig verbessern, aber halt auch wieder nicht richtig ablehnen. Und das ist, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass ganz klare Stellungnahmen und ganz klare Politik gemacht wird von den Parteien, die sich auf eine christliche Grundlage, auf ein christdemokratisches Menschenbild berufen. Ob das jetzt die ÖVP hier in Österreich ist, ob es die CDU oder CSU in Deutschland ist oder ob es Parteien in anderen europäischen Ländern sind. Und da werden wir immer wieder mit aller Entschiedenheit dafür eintreten. Und deswegen ist es auch richtig, dass man hier, auch wenn das wohl auch kritisiert worden ist, uns eben an Herrn Bundeskanzler Kurz, an Herrn Weber, aber auch an alle EVP-Abgeordneten in erster Linie wenden und natürlich dann auch an alle anderen Europaabgeordneten. Und jetzt müssen wir einfach noch mal kräftig beten in den kommenden zwei Tagen, dass dann hoffentlich das ganze Ding wirklich abgelehnt wird. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Eduard. Ein kurzes Update noch, damit Sie sich auskennen, wo gerade der Bericht in der parlamentarischen Diskussion steht. Wir haben Anfragen geschrieben und nicht nur wir, sondern viele, viele Österreicher und haben herausgefunden, dass fast alle Abgeordneten der ÖVP gesagt haben, sie werden dagegen stimmen. Von ein paar haben wir noch keine Antwort, aber ich denke, das wird auch ein Nein. Und alle Abgeordneten der FPÖ auch dagegen stimmen werden, was ebenfalls eine große Freude ist. Lassen wir uns durch Abänderungsanträge von allen Seiten niemals täuschen. Ich habe diesen Bericht gelesen. Jeder einzelne Paragraph beinhaltet die ganze Ideologie. Egal, ob 90% abgeändert werden, wenn 10% bleiben, ist es derselbe Bericht wie jetzt. Das Einzige, worauf ich noch hinweisen wollte, ist, dass Sie natürlich auch noch aktiv werden können. Denn auch wenn die Abgeordneten vielleicht schon Nein sagen, auch wenn das Ganze für uns vielleicht schon eine erledigte Sache ist, aber ich sage Ihnen eines, das wird nicht der letzte Bericht sein. Je größer jetzt unser Widerstand ist, desto einfacher wird es beim nächsten Mal dagegen aufzutreten. Also sind einige hier herumgegangen und ich hoffe, das hat funktioniert, haben Ihnen kleine Zettel ausgeteilt mit den E-Mail-Kontaktadressen der EU-Abgeordneten Österreichs. Ich bitte Sie, nicht vornormierte Briefe zu schreiben, das wurde auch schon gemacht, auch gut, sondern viel besser. Lassen Sie Ihr Herz sprechen und Ihr eigenen Verstand, schreiben Sie selbst eine E-Mail. Sie müssen ja nicht jedem schreiben, aber schreiben Sie wenigstens einem Abgeordneten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel das bewirkt. Unglaublich viel. Deshalb haben wir die Zettel ausgeteilt. Des Weiteren haben wir auch die Flyer zum großen und regulären. Sie wissen ja, wir haben diesen Marsch einen außerordentlichen Marsch fürs Leben genannt, weil wir ihn gar nicht ursprünglich vorgehabt haben. Aber wir haben natürlich noch unseren ordentlichen Marsch fürs Leben. Und zwar am 16. Oktober diesen Jahres. Und zwar wieder zur Mittagszeit, wieder an einem Samstag. Keine Sorge, die Mittagszeit im Oktober ist deutlich kühler als jetzt im Juni. Und so wie es ausschaut, wieder am Karlsplatz. Da würden wir Ihnen aber noch Bescheid geben, falls es sich ändert. Derzeit ist es doch der Karlsplatz, also so wie heute. Bitte bewerben Sie diesen Marsch. Denn auch wenn wir es heute kaum behandelt haben, Bischof Küng hat es angesprochen, dieses Jahr wird in Österreich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass ab 2022 die Euthanasie legal ist. Auch hier ist Widerstand nicht zwecklos. Sie können noch allen Abgeordneten schreiben, allen, die Sie kennen, allen politischen Entscheidungsträgern. Zeigen Sie, dass wir das nicht wollen, dass Österreich ein Land fürs Leben und nicht gegen das Leben ist. Also dazu unser nächster Aufruf. Nummer 1, schreiben Sie E-Mails, wenn Sie Zeit haben.
Nummer 2, tragen Sie sich den 16. schon jetzt, 16. Oktober 2021, schon jetzt in den Kalender ein, laden Sie Ihre Freunde ein und sorgen wir dafür, dass 5.000 Leute mindestens in Österreich zusammenkommen. Wenn wir es spontan schaffen, knapp 1.000 Leute oder über 1.000, wie mir vorher gesagt worden sind, was eine großartige Zahl ist, auf die Straße zu bringen, dann schaffen wir es mit dem Vorlauf aber locker, das 5- bis 6-fach auf die Straße zu bringen. Sie müssen uns dabei nur unterstützen. Ich danke nochmal allen Anwesenden, ich danke allen, die von sich aus Werbung gemacht haben, allen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, ihren Verteiler als unseren Verteiler nutzen zu können und somit zu einer so großen Verbreitung dieser Thematik, für so eine so große Verbreitung gesorgt haben. Wir werden nicht locker lassen, wir werden die Politiker und alle, die es wissen müssen, wissen lassen, dass heute Tausende zusammengekommen sind, über 300.000, über 330.000, also über eine Drittelmillion Leute in Österreich hinter uns stehen und wir sagen Nein zum Mattischbericht, Ja zum Leben, Ja zur Familie. Noch einmal danke an Sie alle und bevor ich die Kundgebung für beendet erkläre, muss ich noch 2, 3 technische Sachen ansagen. Ich bitte Sie alle, die Schilder, die Sie jetzt bekommen haben, direkt hier, ein bisschen entfernt vom Bühnen-LKW, abzulegen. Alle am besten auf einen Haufen. Ein paar von unseren Leuten werden Deutsch stehen und Sie entgegennehmen. Die Flyer nehmen Sie bitte mit nach Hause und verbreiten Sie, soweit es Ihnen möglich ist. Alle, die mit dem Glasreisenbus angereist sind, treffen sich da vorne, wo der Herr den Leuchtstecken in die Höhe hält, um zum Bus wieder zu gehen. Und allen anderen, Ihnen allen wünsche ich einen schönen Sommer, einen gesegneten freien Sommer, einen maskenfreien Sommer, das ist sehr schön, genießen wir es. Und wir sehen uns wieder in alter Stärke im Herbst, wo wir wieder sagen Ja zum Leben beim Marsch fürs Leben 2021. Die Veranstaltung ist damit beendet. Vielen, vielen Dank. Herzliches Vergelt's Gott. Vor allem an alle Helfer. Eva Salm, bitte zur Bühne. Die Eva Salm, bitte zur Bühne. Ja, und wir verabschieden uns hiermit vom Bundeskanzleramt. Danke für das Interesse und bitte teilen Sie dieses Video. Es war schön, so viele Menschen hier zu haben, aber es gibt noch viel mehr, die diese Veranstaltung mitverfolgen können per Video. Dankeschön.